Etwas, das mich immer wieder an einigen meiner Geländestücke stört, ist, dass sie oft groß und oder sperrig sind. Und wenn ich mein Gelände irgendwo mit hinnehmen muss, um zum Beispiel mit einem Freund Killteam zu spielen, fällt mir das besonders auf. Deshalb habe ich mir überlegt, bastel ich einfach Gelände, das ineinander stapelbar ist, wie Matroschkas. Diese Geländestücke nehmen zusammengestellt kaum Platz weg und sind so wunderbar zu lagern oder mitzunehmen. Das Grundkonzept dieser Bauten ist recht simpel. Zuerst überlege ich mir Minimal- und Maximalgröße meiner Bauten. Dann bastel ich Grundboxen aus Pappe, die innerhalb dieser Maße liegen. Die Größe dieser Grundboxen wähle ich so, dass ich sie detaillieren kann und sie trotzdem noch ineinander passen. Bei den Details arbeite ich mich vom Großen zum Kleinen, von Makro zu Mikro. Eine der Grundboxen hat beispielsweise eine integrierte Treppe.
Bei all diesen Gebäuden bin ich wirklich einfach kreativ geworden mit den Standard-Bastelmaterialien, die man in jedem Baumarkt oder Haushaltsladen finden kann. Farblich passiert hier nichts Besonderes. Grundfarben trage ich mit dem Pinsel auf, das kleine Gebäude bekommt auch etwas Sprühfarbe ab. Danach trage ich Texturen auf, dafür nutze ich verschiedene Pinsel und natürlich Schwämme.
In meinem Kopf sind diese Gebäude nicht neu, sondern schon seit langer Zeit in Benutzung. Und das soll man sehen. Hier und da platziere ich etwas Laub. Plakate dürfen auch nicht fehlen. Zu guter Letzt trage ich noch etwas schwarzen Wasch auf, um witterungsbedingte Verschmutzung darzustellen. Und jetzt genießt die fertigen Gebäude. Danke, dass du dir das Video bis hierher angesehen hast. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Fröhliches Basteln, bis zum nächsten Mal. Tschüss.